können. Oh, könnte sich so etwas ausdenken. Edgar Allan Poe, der Gespensterwald von Weir. Wie sehe ich aus? Wir haben ihn auspacken geholfen, Stella und ich. Das habt ihr aber rasch und gründlich gemacht. Ja, sieht aus wie ein Einbruch in einem eleganten Pariser Modegeschäft. Kleider sind meine Leidenschaft. Und? Was kostet so eine Fuchsboa wie die da? Ach die, war der die Punkt, den mir einer meiner Bewunderer gezeugt hat? Hör zu, ich habe da eine Idee. Erinnerst du dich an Shep Huntley? Nein. Natürlich erinnerst du dich an Shep Huntley. Ich bin also mit ihm ausgegangen in College. Vorigen Winter habe ich ihn zufällig getroffen, er wollte in seinen Wagen steigen. Ein Cadillac Convertible, ein Riesenkasten. Hoffentlich hat es keine Verkehrsstörung gegeben. Er besitzt Ölquellen in ganz Texas. Texas fließt förmlich als Gold in seine Taschen. Er ist verheiratet. Herzchen, wäre ich hier, wenn er nicht verheiratet wäre. Du, wie kriege ich die Telegrammaufnahme? Ach, diese verdammte Schlappe, diese alte Schnalle. Das muss ich mir aufschreiben. Ich lege mir eine Sammlung origineller Ausdrücke an, die ich hier aufschnappe. Du wirst hier kein Wort hören, was du nicht schon früher gehört hast. Sagen Sie, kennen Sie vielleicht jemanden mit Namen Shaw? Gewiss, jeder kennt einen Herrn namens Shaw. Nämlich, dieser Herr Shaw lebt in der Einbildung, dass er Sie in Laurel getroffen hat. Aber er muss Sie verwechseln mit einer anderen Person, denn diese Person hat er in einem Hotel getroffen. Im Hotel Flamingo. Es tut mir leid, aber er muss mich wohl verwechselt haben mit einer anderen Person. Das Hotel Flamingo ist nicht die Art Etablissement, in dem ich es wagen würde, mich sehen zu lassen. Aber Sie kennen es? Ja, ich habe es gesehen und gerochen. Ach, na, wir müssen ja ziemlich nah rangekommen sein, wenn Sie es am Riechen können. Der Geruch vom billigen Parfum ist sehr penetrant. Aber es genügt nicht, ein feinerer Mensch zu sein, ein zarter, organisiertes Wesen. Man muss zart und reizvoll sein, attraktiv muss man sein. Und ich beginne, meine Reize zu verlieren. Ich werde schon welk. Ich weiß nicht, wie lange ich meinen Zauber noch ausüben kann, meine Tricks. Aber nicht wahr, Sie wissen doch genauso gut wie ich, dass ein Mädchen, das allein steht, ganz allein in der Welt, seine Gefühle beherrschen muss. Und es ist verloren. Und nun wollen wir richtige Bohemias sein. Stellen wir uns vor, dass wir in einem kleinen Künstlercafé im linken Salon sitzen. Ich bin die Kameliendame. Sie sind Armand. Sprechen Sie Französisch? Nein, wirklich nicht. Voulez vous coucher avec moi ce soir? Vous ne comprenez pas? Oh, quel dommage. Gott sei Dank. In der Flasche ist doch genug für zwei Gläser. Genau für uns beide, mein Lieber. Warum ziehen Sie nicht Ihren Rock aus? Was ist das für ein Stoff? Alpaka heißt er. Wo? Alpaka? Ein Mann mit meiner Figur muss vorsichtig sein mit der Wahl seiner Anzüge, damit er nicht so dünn wirkt. Aber ich bin viel stärker, als ich aussehe. Darf ich Sie aufheben? Sag so, los! Heben Sie mich auf! Sie sind leicht wie eine Feder! Sie können mich jetzt wieder herunterlassen. Ich habe gesagt, nehmen Sie die Hände von mir, mein Herr. Sie lieben sie sehr, nicht wahr? Ich glaube, Sie sind ein Mann, der einer tiefen Hingebung fähig ist. Sie werden einsam sein, wenn Ihre Mutter Sie verlässt. Ja. Ich weiß, was das heißt. Einsam sein? Auch ich habe jemanden geliebt und diese geliebte Person verloren. Tot? Ein Mann? Er war noch ein Knabe. Ja, ein Knabe. Und ich war ein sehr junges Mädchen. Ich war 16 Jahre alt, als ich diese
gemachte Liebe. Diese Musik. Welche Musik? Diese, die sie gespielt haben, damals als Ellen. Dr. Schuss! Ich mag keinen Realismus. Was ich will, ist Magie. Wie wäre es, wenn wir hinuntergingen zum See, um ein Bad zu nehmen im Mondlicht und um die Felsen herumzuschwimmen? Ist jemand von euch noch nüchtern genug zu chauffieren? Es ist das beste Mittel, den Summen im Kopf zum Schweigen zu bringen. Nur muss man beim Kopfsprung Acht geben, dass man ins tiefe Wasser trifft. Wenn man an die Felsen gerät, kommt man erst morgen wieder hoch. Wie geht es meiner Schwester? Oh, es geht gut vorwärts. Und das Baby, wie ist das? Das Baby wird nicht vor morgen früh da sein. Deswegen haben sie mich nach Hause geschickt, damit ich mich ein wenig hinlege. Heißt das, dass wir jetzt hier allein sein werden? Jawohl. Wir zwei allein. Blanche. Sie und ich. Ja, sorry, sorry. Und ich denke dabei nicht nur an Sie, sondern auch an Ihren Freund, Herrn Mitchell. Heute Abend hat er mir einen Besuch abgestattet. Hat es gewagt, in seinen Arbeitsanzug zu kommen und Verleumdungen zu wiederholen. Böser die geklatscht, den er von Ihnen hat. Aber ich habe ihm heil geleuchtet. Dazu wärst du in der Lage, hä? Ich tu's! Ich tu's! Du möchtest also einen Zirkus haben, ja? Ein Zirkus möchtest du haben. Dieses Rendezvous hatten wir vom ersten Tag an miteinander. Diese Glocke von der Kathedrale sind die einzige reine Sache in diesem Viertel. Ich gehe jetzt. Sie wird fort sein, bevor sie hier sind. Blanche, warte! Aber ich will nicht an diesem Heiland vorbei. Wir warten Sie doch, bis das Spiel vorbei ist. Setz dich. Ich rieche die Luft von der See. Den Rest meines Lebens werde ich an der See verbringen. Und wenn ich sterbe, will ich auf offener See sterben. Wisst ihr, woran ich sterben werde? Am Essen von ungewaschenen Weintrauben werde ich sterben. Ich werde sterben eines Tages auf hoher See. Meine Hand in der Hand eines Schiffsarztes. Eines sehr jungen Arztes mit einem blonden Schnurrbart und einer großen silbernen Uhr. Die junge Lady, die Arme, werden sie sagen. Das Kinin hat ihr nicht gut getan. Die ungewaschenen Trauben haben sie den Himmel befeuert. Und ich werde begraben werden im Ozean, eingenäht in einen reinen weißen Sack und über Bord geworfen. Am hohen Mittag. Die Sommersonne wird glühen und das Meer, das mich aufnimmt, wird blau sein. So blau. Die Augen meines ersten Liebhabers. Wer auch immer sie sind, ich habe mich immer auf die Güte von Fremden.